Heute geht es um Flender, Peer-to-Peer-Investment im Land der Kobolde. Peer-to-Peer-Investment im Land der Kobolde? Echt jetzt? Yep. Wir gehen heute mal nach Irland. Nach den vielen Plattformen, die ich inzwischen im Baltikum besiedelt habe, möchte ich auch mal über den Tellerrand schauen und sehen, wo man noch so investieren kann. Konkret geht es heute um die Plattform Flender. Den Neuzugang findest du auch in meiner Plattformübersicht, die ich dir unter dem Video verlinkt habe. Und der Vergleich mit den Kobolden passt übrigens ganz gut, denn die Legende besagt, dass der irische Kobold einen Topf voll Geld besitzt, den er am Ende des Regenbogens versteckt. Schauen wir uns doch mal an, ob wir davon ein paar Krümel finden, die in unsere Tasche wandern werden. Ja, was ist Flender überhaupt? Flender wurde erst in diesem Jahr gegründet und ist eine Plattform, auf der du in Firmenkredite der verschiedensten Arten investieren kannst. Ansässig ist die Plattform in Irland oder genauer gesagt in der Heimat der legendären Temple Bar in Dublin. Es soll wohl auch in Zukunft Konsumentenkredite geben. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich diese allerdings noch nicht auf der Plattform sehen können. Oder sie sind privat, was auf dieser Plattform auch funktioniert. Das könnte also auch am Konzept von Flender liegen. Die Kreditnehmer können hier nämlich Kreditprojekte einstellen und diese auf privat schalten und diese Anzeige erstmal ihrem Umfeld zugänglich machen. Reicht das Geld dann nicht, besteht die Möglichkeit, die Projekte für die breite Masse zu öffnen. Ich habe die Plattform schon länger im Auge. Aufgrund des fehlenden Auto-Invests hatte ich sie allerdings bisher ignoriert. Diesen gibt es aber jetzt seit einiger Zeit und daher habe ich meine erste Einzahlung auf dieser irischen Plattform gemacht. Das Team von Flender ist übrigens sehr, sehr klein. Wir sehen hier 7 Mitarbeiter. Ich glaube, die Zahl ist auch noch relativ aktuell im Vergleich zu anderen Plattformen wie zum Beispiel Mintos ist das natürlich hier eine ganz andere Hausnummer. Die irische Plattform hat übrigens auch die Genehmigung der britischen Aufsichtsbehörde FCA und ist somit berechtigt, auch Kredite an britische Unternehmen und Verbraucher zu vermitteln. Die komplette Anlage deines Geldes verläuft dabei aber in Euro. Das ist eine coole Sache. Übrigens plant Flender auch in die USA zu expandieren. Hier geht es also nochmal in eine ganz andere Richtung als bisher. Allerdings ist Flender wie EstateGuru eher was für größere Geldbeutel. Mit 1, 5 oder 10 Euro kommst du hier leider nicht sehr weit. Wie du es schon von EstateGuru kennst, ist auch hier der Mindestanlagebetrag 50 Euro. Aus diesem Grund und der aktuell noch mageren Kreditversorgung wird es also etwas dauern, bis du dein Investment ordentlich und einigermaßen sicher gestreut hast. Aber die Plattform steht noch ganz am Anfang und auch bei EstateGuru sah es anfangs so aus, und mittlerweile fließen regelmäßig Kredite auf den Markt. Was macht Flender für mich denn so interessant? Nachdem ich mit EstateGuru schon meine ersten Erfahrungen mit größeren Krediten sammeln konnte und die Ergebnisse bisher wirklich gut aussehen, wollte ich mal eine weitere Plattform ausprobieren, die keine 0815 Konsumentenkredite anbietet. Einziger Bremsklotz war bisher immer der fehlende Portfoliobilder. Aber das ist ja nun gelöst, wie ich dir eben erzählt habe. Ohne Portfoliobilder werde ich an keine Plattform mehr gehen. Auch auf ein Versprechen, dass irgendwann mal einer kommen wird, lasse ich mich nicht mehr ein. Aus den zeitraubenden Fehlern der Vergangenheit, siehe Crossland, habe ich gelernt. Oder sagen wir, ich habe etwas dazugelernt. Auch das Konzept mit den privaten und öffentlichen Krediten finde ich sehr ansprechend und ich möchte dieses in Zukunft gern verfolgen und schauen, wie sich die Plattform entwickelt. Ich werde also anfangs wie immer nur recht wenig investieren und mir die Plattform mal anschauen. Du siehst hier im Hintergrund, dass ich bereits ein Konto auf Flender habe. Und die Kontoeröffnung bei Flender war ziemlich einfach, in wenigen Minuten abgeschlossen und ich war ready, um das erste Geld zu platzieren. Ein bisschen Überprüfungsgeraffel, wie man es halt kennt, und ich konnte zur Einzahlung übergehen. Dann kam mal was wirklich Überraschendes. Du kennst das. Normalerweise gibt es eine Bankverbindung und du überweist Geld auf die Plattform. Das geht hier auch. Flender bietet allerdings zusätzlich die Möglichkeit an, per Kreditkarte Geld auf dein Konto einzuzahlen, was ich gleich mal getestet habe. Ein paar Minuten später war nicht nur mein Account registriert, sondern auch das Geld drauf. Bei Flender hast du also nicht mehr die Standardwartezeit für eine SEPA-Überweisung, sondern kannst quasi in Echtzeit dein Geld einzahlen, was dir das Investment natürlich wesentlich einfacher macht. Aber wie schaut's mit der Rendite bei Flender aus?
Die Plattform selbst spricht von einer Rendite zwischen knapp 7% und 10%. Wenn ich mir die vergangenen Projekte aber mal so anschaue, sehe ich da fast nichts unter 10%. Ich denke, damit kann man durchaus leben. Natürlich wirst du hier keine Bondora-Rendite von 16% oder mehr erreichen, aber darum geht es ja auch nicht immer. Dafür hast du vermutlich auch keine unerhört hohe Ausfallquote, wobei Zweiteres zum jetzigen Zeitpunkt bei mir natürlich auch nur eine Vermutung ist. Die Zeit wird wie immer zeigen, wie sich das Investment über Monate und Jahre entwickelt. Wie eben schon angesprochen, bietet Flender seit einiger Zeit auch einen Portfolio-Builder an. Bei Flender heißt dieser Autobid. Der Autobid ist extrem einfach zu bedienen und innerhalb weniger Sekunden konfiguriert. Du hast hier ganz simpel die Auswahl zwischen den drei verschiedenen Laufzeiten 12, 24 und 36 Monaten. Daneben kannst du für jede Laufzeit noch einen Minimalzins und einen Maximalbetrag pro Kredit vergeben. Der Mindestbetrag ist wie eben angesprochen 50 Euro und das Minimum an Zinsen, was du angeben kannst, ist 1% und es geht hoch bis 10%. Zusätzlich gibt es noch eine Einschränkungsmöglichkeit, um nicht in zwei Kredite des gleichen Kreditnehmers zu investieren. Das war's aber eigentlich auch schon. Abspeichern und los geht's. Für jedes Investment, was der Portfolio-Builder tätigt, bekommst du eine Nachricht geschickt. Was mich ein bisschen nervt, ist die Tatsache, dass du die Infomail derzeit noch nicht abschalten kannst. Momentan kommt da noch nicht viel, aber sollte es irgendwann auf EstateGuru-Niveau liegen, werden die Mails schnell nervig werden. Hier muss Flender noch nachbessern. Flender ist für dich als Anleger übrigens absolut kostenlos. Die Plattform finanziert sich operativ also komplett über die Gebühren der Kreditnehmer. Aber auch nicht von allen, sondern es wird nur eine kleine Erfolgsprämie auf Geschäftskredite gezahlt. Voraussetzung für die Gebühr ist der erfolgreiche Abschluss einer Kampagne. Welche Kosten für den Kreditnehmer exakt entstehen, kann man auf der Plattform leider nicht sehen. Wie eingangs erwähnt, befindet sich die Plattform momentan noch im Anfangsstadium. Sie ist also eher geeignet für Investoren, die weitere Plattformen erforschen und an der Entwicklung teilhaben wollen. Mit einer etablierten 1-Euro-Konsumentenplattform wie Bondora ist Flender also absolut nicht vergleichbar. Hier sollte man alleine schon aus Gründen des Mindestinvest und einer zukünftigen Diversifikation ein paar Euro mehr mitbringen. Ansonsten kann man auf der Plattform viel entdecken. So ist jeder Kredit ähnlich detailliert wie bei EstateGuru aufgebaut und es gibt oft viel zu lesen und manchmal auch zu sehen in Form von YouTube-Videos. Die Projekte und das Anliegen der jeweiligen Kreditnehmer werden detailliert dargestellt. Hi, my name is Mark Norman. I'm Customer Services Manager with Brogy's Ireland. We produce and supply the Brogy's Health Snack. We commenced production in May 2016 and now supply over 500 retailers throughout Ireland, including a number of multinational companies. We also recently launched into 162 Iceland stores in the UK. And by January 2018, this will be extended to each of their 1,000 stores nationwide. We are looking to raise finance to continue our rapid growth and new product development. Ziemlich cool. Kleines Manko für einige wird sicher auch die derzeit noch komplett in englischer Sprache gehaltene Oberfläche sein. Man sagte mir hier aber zu, dass eine deutsche Übersetzung kommen soll. Es ist also nur eine Frage der Zeit und vermutlich der Anzahl an deutschen Investoren. Bei Flender gibt es übrigens keine Rückkaufgarantie oder irgendwelche anderen bekannten Späße. Hier können, wie es sich gehört, nun mal Kredite ausfallen. Die Plattform bewertet jeden Kreditnehmer auf der Grundlage der Kreditinformationen von Equifax, der Analyse des Cashflows und gegebenenfalls der Umsatzsteuererklärung. Equifax ist übrigens sowas wie die Schufa. Den Link dazu findet ihr im Artikel. Jeder Antrag wird nach Informationen der Plattform sorgfältig geprüft, bevor er auf Flender veröffentlicht wird. Sollte es doch mal zu einem Ausfall kommen, hat Flender wie jede andere Plattform auch ein Inkasso-Programm, welches durch ein externes Inkasso-Unternehmen abgewickelt wird, um Zahlungsausfälle zu vermeiden. Der Kreditnehmer muss die Kosten für die Eintreibung tragen. Das ist auch eine Bedingung für sein Darlehen. Wenn es nach dem Inkasso-Verfahren einen Fehlbetrag gibt, teilen sich alle Kreditgeber dieses Kreditnehmers die Kosten dafür anteilig.
Kommen wir doch mal zu meinem Fazit über Flender. Flender wird mal wieder eine interessante Erfahrung werden. Eine neue Plattform in einem neuen Land. Ich werde in ein paar Monaten wieder berichten, wie meine ersten Investments verlaufen sind und was sich auf Flender in der Zeit so getan hat. Übrigens ist Flender gar nicht mehr so klein, wie man vielleicht annehmen mag. Fast 1300 Kreditgeber sind schon auf der Plattform tätig, was wohl auch die Ursache dafür sein dürfte, dass die recht großen Projekte gut finanziert werden. Ich denke, diese Zeit wird sich aber zukünftig arg verkürzen. Daher war die Funktion des automatischen Investments für mich ein absolutes Muss. Manuelles Investment tue ich mir so schnell echt nicht mehr an. Da lasse ich lieber die Kobolde für mich arbeiten. Und das war's für heute. Schön, dass du mal wieder dabei warst. Und es würde mich freuen, wenn du einen Kommentar zu dem Thema auf meinem Blog unter dem Artikel hinterlässt. Wenn du Lust hast, dann folge mir auch auf Facebook und werde Mitglied meiner Community, die inzwischen schon über 1800 Mitglieder hat. Alle Links dazu findest du unter diesem Video. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bis bald.